Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir holen uns unser Geld ab. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Alles klar, Herr Vogt. Ich bin wegen des Kommandanten hier. Ah, du warst das also. Ich denke mal, du bist wegen deiner Belohnung gekommen. Klar. Genau. In seiner Haut möchte ich nicht stecken, das sage ich dir. Ist der erste Kumane, den je einer lebend gepackt hat. Gnade haben diese Teufel nicht zu erwarten. Wie auch immer. Hier, deine Belohnung. Danke. 100. Nur. Okay, Sprachbarriere abgeschlossen. Eigentlich müssten wir nochmal zu den Müllern, ne? Erstmal waschen wir uns, damit es ein bisschen schöner aussieht hier. Ich reite trotzdem da mal runter und spreche mit denen. Ja. Die wollten sich ja nicht veräppeln lassen. Ich meine, die kriegen die Hälfte von mir aus 50 Groschen. Von mir gebe ich dem auch alles. Ging halt nicht anders, aber Geld gibt. Und ich meine, sein Schatz, das war ja ein Witz. Ja, jetzt sind wir am Ende doch nochmal in Ratai angekommen. Aber leider zu spät fürs Turnier. Leider. Aber wie gesagt, das Turnier ist mittlerweile nicht böse gemeint, aber es ist halt. Ich wollte nach Sasau, ne? Richtung Sasau. Ich bin so ein Held gerade. Das Turnier ist halt mittlerweile sehr eintönig. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen epischer gestaltet ist, ne? Dass man vielleicht auch so ein bisschen so zeigt, ja, der 20-malige Gewinner und die Gegner werden stärker mit der Zeit oder so, ne? Weil im Moment, also seien wir ehrlich, ich gehe in den Ring, ich mache die platt und dann gehe ich wieder. Und da hätte ich mir mehr Variationen gewünscht. Und vielleicht auch, also, wie soll ich sagen, also vielleicht auch irgendwo so ein Endpunkt, wo es dann halt auch tatsächlich nicht weitergeht. Aber den haben wir ja nach dem zweiten Turnier oder so schon gehabt. Also ab dem Punkt, wo wir eigentlich den Schwarzen Peter besiegt haben, gab es danach keine Weiterentwicklung mehr. Und das fand ich schade. Ja, du kannst immer wieder neue Teile für die Rüstung gewinnen, von der Leipa-Sache da, ne? Aber ansonsten kommt da nichts mehr. Und das fand ich schade, weil das ist vergeudetes Potenzial. Also man hätte tatsächlich irgendwie noch. Oh, Moment. Wir müssen da links. No, hier ist doch der. Wo ist denn der? Doch, da, hier. Also, ich hätte mir gewünscht, dass man mehr. Vielleicht ein bisschen epischer alles hat, ne? Dass es vielleicht dann ein ganz großes Turnier gibt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass irgendwas mit Hans wäre, weil mit Hans ist jetzt im Moment auch so. Du machst eine Quest und. Mit Hans und dann ist alles gut irgendwie. Hätte ich mir auch mal. Vielleicht kommt ja noch was, ne? Also, das ist ja nicht zu vergessen. Nichts zu verwechseln, weil es kommt, also wir hatten Band of Bastards haben wir auf jeden Fall durch, From the Ashes haben wir durch und Theresas Quest haben wir durch. Also zumindest von dem, was ich weiß, was da kommt. Oder kommen könnte, vielleicht ist ja noch mehr dabei. Aber bei Hans Capone, weiß ich nicht. Die Mission war auch viel zu verstückelt, irgendwie hatte ich das Gefühl. Und irgendwie muss man Hans immer suchen und, ach, keine Ahnung. Ganz komisch, ganz komisch. Aber hey, sei es drum. Komm später vorbei. Du, ich hab kein Interesse an dir. Alles klar. Ich komme immer auszusehen auf die Space-Taste. So geht das nicht. Ja, also da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, dass das Turnier vielleicht ein bisschen epischer wird, dass da Ritter aus aller Welt kommen, dass sie auch wirklich announced werden, dass die irgendwo, ja, quasi unterkommen, dass man die entweder besuchen kann oder man irgendwie mit denen reden kann, dass man vielleicht mehr Interaktion hat, dass man zum Beispiel auch, keine Ahnung, auch irgendwie einen spannenden Kampf hat. Gut, ich meine, keine Frage, die Turniere waren nie wirklich spannend, weil da sind Leute gekommen, die haben sich gekloppt und dann war es okay, aber es war halt ein Fest und das fehlt mir. Na, also man war ein bisschen mehr wert. Also der Mehrwert fehlt mir so leicht hier bei den Turnieren mittlerweile. Wir haben das erste Mal Hunger seit langem, meine Güte. Herr Müller?
Ich würde gerne mit dir. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Okay. Dann rede ich halt nicht mit dir. Oh ja. Oh, die Räucherwurst. Oh, die haut rein. Kann ich mit dem reden? Nö, kann ich nicht. Okay, damit hat sich's geklärt. Ich kann mit den Leuten nicht reden. Er ist halt einfach nur in den Knast gekommen. Okay. Das enttäuscht mich ein bisschen gerade. Ich hab gedacht, dass man da wenigstens miteinander reden kann oder so, aber so bleibt halt dieser Müller auch ein Statist, ne? Also eigentlich mehr hätte ja jeder sein können, der diese Quest vergibt. Muss ja nicht der Müller gewesen, kann auch der Schmied von, keine Ahnung, von irgendwo gewesen sein. Also. Ah, das macht mich. Also man wollte viel machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, also das ist eine Kritik, die ich gerne bei diesem Spiel anbringen will. Man wollte viel erreichen, aber man hat irgendwie den Umschwung nicht so ganz geschafft. Also, dass man alle Questen eine Bedeutung zumessen kann. Also, jede Quest ist gut, aber keine, also nicht alle Quests kriegen einen würdigen Abschluss, würde ich sagen. So. Und das ist vielleicht das, was mich ein bisschen, ja, das, was für mich das Spiel nicht, sage ich mal, in einem 90er-Bereich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte dieses Spiel auf Metacritic hat, ich glaube nicht 90, aber auf jeden Fall hat das Spiel nicht auf 90, also keine 90er-Punktzahl bekommen, glaube ich mal. Würde ich jetzt mal schwer behaupten, aber es liegt halt genau an diesem Ding. Man wollte viel und man hat am Ende nicht alles richtig abgeschlossen. Also nicht alles hat eine runde Geschichte, würde ich jetzt so sagen. Aber wie gesagt, zum Beispiel Theresa hat ja einen würdigen Abschluss jetzt bekommen, was ich sehr wichtig finde, was ich sehr gut finde. Aber, und Johanka hat auch einen bekommen. Gut, Johanka, weiß nicht, ob sie das gebraucht hätte. Aber ich finde es gut, dass das gemacht wurde, weil die Quest war wirklich stark. Und ja, jetzt hätte ich mir hier zum Beispiel gewünscht, dass man nochmal hingeht und sagt, hey, pass mal auf, willst du dein Geld wieder? So, und dann sagt er, ja, nein, keine Ahnung, wir teilen und dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann überfällt er dich zum Beispiel irgendwann mal. So wie der schwarze Peter dich überfallen hat. Übrigens. Okay. Wir wollten nochmal danach zum Rataya Schmied und er gibt uns noch eine Queste. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht nicht sogar die Quest machen. Erstmal spreche ich mit Theresa. Ich habe etwas für dich. Den magst du am liebsten, nicht wahr? Oh, in der Tat. Hab Dank. Oh, die ist immer so lieb. Kannst du meine Kleidung nehmen? Ich habe was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Ach, das, sowas ist lieb. Das ist so eine richtige Unterstützung, so eine richtige Lebenshilfe, die man hat. Also deswegen passen die auch so schön zusammen. Gut, er kommt auch immer nur, wenn er was braucht. Der Scherzkeks. Aber ja, ich finde das schön. Ich finde die Geschichten, die hier drumherum laufen, dann halt auch gut. Also da hat man sich jetzt echt mal Gedanken gemacht nochmal. Und ja, das erfreut mich. Also da finde ich, Theresa ist sowieso ein cooler Charakter. Zumal nicht nur cooler Charakter, sondern ich weiß nicht. Also ich finde der Charakter hier hat tatsächlich eine unfassbare Tiefe. Das muss man einmal sagen. Also Theresa jetzt. Und es ist halt, also Heinrich ist dadurch durch Theresa wiederum in so eine Umwelt eingebettet. Und das finde ich halt so toll. Na? Und diese Umwelt macht es halt auch aus. Ah, so, alles klar. Okay, gut. Wir wollten nochmal schnell beim Schmied vorbeigucken hier. In Ratai, weil er hat ja ein Stück des Schwertes. Vielleicht verkauft er es einfach. Also bei einem müssen wir klauen, das ist in Sasau, das wissen wir ja. Und ja,
Also ich weiß halt nicht wegen dieser Müller-Quest jetzt. Also weil wenn wir jetzt nämlich weitermachen... Also die Hauptquest weitermachen, dann wird uns wahrscheinlich auf Dauer die Müller-Quest fehlen, würde ich mal sagen. Wo ist denn der Schmied? Moment. Schwert der Königin Sauber. Okay, gut, dann muss ich ihn einfach nur fragen, also generell. Er ist schon da, sehr gut. Hey, Kumpel. Gott schütze dich. Da. Es heißt, ein Pilger habe dir ein Bruchstück eines seltenen Schwertes verkauft. Ich hätte Interesse daran. Hat der Pfusch aus Sasau dich geschickt? Wieso? Wieso? Weil keines für ihn übrig war und er auch eines will. Aber er hat Pech. Ich habe ein Stück, aber nie im Leben würde ich es verkaufen. Und es gibt keine... Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, nie im Leben. Okay, das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das auch von ihm herbekommen. Okay, das heißt, hier müssen wir wieder diebisch aktiv werden. Ich würde aber tatsächlich jetzt mal ein bisschen die Hauptquest weitermachen. Zumindestens für, sag ich mal, die... Keine Ahnung, die nächsten... 1-2 Quests, wenn es jetzt nicht zu weit geht. Spielerquestlog, wo ist das denn? Da, alles was glitzert. Also weil im Moment hängen wir halt sonst immer mit der Hauptquest zurück und ja. Vielleicht zeigt sich ja noch was. Meister Pfeffer. Oh, hier ist die Kapelle. Ich vergesse immer, dass es diese Kapelle hier gibt. Die sieht so schön aus. Moin, Herr Ratzig, moin. Huch, was war denn das? Warum gingen die Augen zu? Komisch. Hier ist er. Meister Pfeffer. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Meister Pfeffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Sagen wir erstmal... Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Er verriet mir, wo die gefälschten Münzen herkommen, naja. Fragen wir ihn. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt, ne? Er sagte mir, dass die gefälschten Münzen nach Passau gebracht und dort gegen Goldmünzen getauscht werden, die wiederum zurück nach Böhmen gebracht werden. Das erklärt, weshalb die gefälschten Münzen das Passauer Gegenzeichen tragen. Sein Herr ist mit dem Passauer Ratsherrn verbündet. Sie beauftragten ihn, all das zu klären. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Das ist eine wichtige Frage. Er gab mir diese Dokumente noch. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, unter Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkern mit Amalgam überzogen. Das ist interessant.
Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf das ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem Hohen Schreiber der Rosenbergs. Die Rosenbergs also? Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Amal... was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus. Am Sasauer Hauptplatz. Okay. Möge Gott mit dir sein. Machen wir. Finde heraus, wer in Sasau mit Kupfer arbeitet. Okay, also wir wissen jetzt schon mal so ein, zwei Sachen. Mit Ulrich sprechen wir noch nicht, denn je weniger er weiß, desto leichter ist es, desto besser ist es für unsere Ermittlungen. Da drüben war... Warte, den will ich auch noch anquatschen. Wenn wir den gerade sehen, ich will Hans ansprechen. Vielleicht gibt's ja wieder was Spannendes. Du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute! Pass doch auf! Hans? Hans? Okay, dann halt nicht, Hans. Ciao. Das Spannende ist ja, je weniger Ulrich weiß, desto mehr können wir alleine forschen, ohne dass er uns in die Quere kommt. Und wir lernen jetzt die Schmiede auch nochmal in Sasau kennen. Da bin ich jetzt auch gespannt, was passieren wird. Sehr gespannt. Unter anderem, was ich auch sehr spannend finde, ist, es muss ja, so wie er ja gesagt hat, irgendjemanden geben, der sich auch mit Amalgam dann halt auskennt. Wir müssen nach Sasau, ne? Ich hab's irgendwie heute. Das heißt, wir reisen da vorne nach links. Und es muss jemand geben, der hinterlistig genug ist, das zu tun. Ne? Und zu den Rosenbergs. Ich finde es spannend, dass die Rosenbergs jetzt ins Spiel kommen, weil ich meine, die müssen ja auch besorgt sein. Nur bezüglich der Geldfälscherei. Und zugleich, wenn sie Feinde von Ratzig sind, weil sie eben Gegner des Königs sind, dann bin ich doch nochmal sehr gespannt. Weil, sagen wir mal ehrlich, warum sollten die dann in diesem Gebiet suchen? Ich meine, die könnten ja einfach Ratzig als Schuldigen nehmen und sagen, ja, der Ratzig, der macht da Quatsch, ne? Amalgam und so. Das könnte ja sein. Ist ja nur so eine Idee. Meinerseits gerade. Ich reite jetzt hier quer über die Prärie, weil ich jetzt nach Sasau möchte. Ja, also das ist gar nicht so einfach. Das ist eine sehr hochpolitisch angespannte Sache dann. Ne, weil Ratzig ist ja Unterstützer des Königs, ne? Nicht des Neuen. Wobei, jetzt ist die Frage, welchen gegen wen eigentlich die Rosenbergs sind. Weil wenn die sagen, sie sind kein Unterstützer des Königs. Ich meine, Pfeiffer, also ich gehe jetzt mal davon aus, Pfeiffer spricht aus der Sicht von Ratzig. Das heißt, er hat im Grunde genommen gesagt, sie sind Feinde König Wenzels. So würde ich es jetzt erstmal betrachten. Wobei, ne, das ist jetzt halt die große Frage, wie die es meinen. Weil könnte auch sein, dass letztendlich er damit König Sigismund meint und damit wären ja die Rosenbergs und Ratzig ja wieder auf der gleichen Seite. Aber warum sollte er dann nicht... Ja, nee, das macht so keinen Sinn. Ja. Das macht ja keinen Sinn, letztendlich, tatsächlich. Ah, hier wird das abgebrannte... Der abgebrannte Hof.
Also, ja. Da müsste man nochmal nachdenken, wie das dann zukünftig weiterzugehen hat. Und wer mit wem eigentlich hier paktiert. Könnte auch sein, dass das, wie gesagt, Feinde sind. Also, Menschen mit anderen Interessen, also mit gegensätzlichen Interessen. Was ja zu der Zeit nicht gerade unüblich war. Ich meine, es war schon hart genug, sich zwischen Avignon und, und den Katarern und Rom zu entscheiden. Also da macht diese Sache jetzt bezüglich Münzen und König und alles macht es ja jetzt nicht einfacher. Ne, also war alles sehr politisch angespannt zu der Zeit. Und sich auch alle irgendwie auf den Kopf gehauen, gefühlt. Und der Buchdruck stand ja vor der Tür. Ja gut, okay, man wusste nicht, dass der Buchdruck kommt, aber... Ja, letztendlich ist es so ein Geisteskind. Auch letztendlich, wenn es um Freiheit ging. Das ist ein toter Hund. Krass. Sah eben so aus. Ja, also der Buch... Ich weiß nicht, also ich würde mal so überlegen... Ist jetzt so einfach mal so ein Gedanke von mir. Wäre der Buchdruck in der Zeit von 900 bis 10.000 überhaupt möglich? Oder ist das letztendlich so eine Geburt eben aus dieser kriegerischen Zeit? Ja. Das sind so zwei Gedanken, die ich manchmal habe. Weil ich meine, man wollte möglichst viel verbreiten. Das kann ich sagen. Übrigens, der Baum da hinten, der könnte irgendwann mal richtig interessant werden. Und ich kann nicht reiten. Ja. Deshalb, ne, ich bin ja auch nicht. Jo, dann kümmern wir uns jetzt darum, den Schmied zu finden. Ich hab gerade was ganz anderes im Kopf. Ein Typ, den ich mal angeschrieben habe. Einfach nur, weil ich seinen Text auf einer Plattform sehr spannend fand. Hat mir eben geschrieben, also richtig, sorry, wenn ich das so sage, aber eigentlich schon richtig dreist mit so einem, warum hast du mich eigentlich kontaktiert? Obwohl er mich gefragt hat, was ich mache. Ich habe mich so gefragt. Hä? So, ich habe dir doch gesagt, warum ich dir geschrieben habe, so, nerv nicht. Deswegen, ich bin deswegen gerade irgendwie in Gedanken, aber ich sollte das mal abschütteln. Genau, ich würde mal ihn erstmal fragen. Sag. Gott sei mit dir. Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Kannst du mir etwas fertigen? was könnte man denn machen? Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehme kein Kupfer. Aha. Was kannst du mir über die Schmiede von Sasau sagen? Tja, da wäre Mikesh. Der ist ein ehrlicher Bursche, ein redlicher Handwerker. Dann gibt's noch Meister Otto. Der war mal gut, aber jetzt ist er alt und hält zu große Stücke auf sich. Okay. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Oh nein. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Aha. Aha. Okay. Möge Gott über dich wahr. Okay, also das ist schon ein sehr direkter Hinweis. Aber ich glaube ihm mal, dass er jetzt kein Kupfer nimmt. Wobei, warum sollte er es ablehnen? Er hätte ja auch sagen können, ja gut, was willst du denn haben? Dann muss ich gucken, dass ich Kupfer besorge. Ja. Hätte er sagen können, aber er arbeitet nicht mit Kupfer. Wir fragen mal die anderen. 1, 2, 3 gibt es. Es gibt 3 Schmiede noch. Und jetzt fragen wir mal. Ja. Mikesh. Gott segne dich. Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Oh, also hat er doch Mist gebaut. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau. Und dann gibt's noch den Meisterschmied, Otto von Rabstein. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung.
So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher. Wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls liegt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja, der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Und warum streiten die sich? Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Wie würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Das wäre alles. Alles Gute. Gehen wir mal zu ihm und fragen mal nach. Zumal, woher hat der eine das Geld, die Meisterschmied, also das Haus des anderen aufzukaufen? Das ist eine gute Frage. Ich frag mal Otto. Ich frag den mal. Herr Otto, du hast bestimmt eine gute Idee. Otto. Was zum... Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Erstmal Frage. Stellst du Sachen aus Kupfer her, Meister? Hin und wieder nutze ich es für Verzierungen. Warum fragst du? Ich suche jemanden, der mir Kupferplatten machen kann. Das ist krude Arbeit. Mit so etwas vergeude ich nicht meine Zeit. Aber frag bei Zach im Hof des Klosters nach. Der hat ohnehin sämtliches Kupfer weit und breit aufgekauft. Was kannst du mir über die Schmiede hier in Sasau sagen? Das wussten wir schon. Kommt darauf an, über welche du etwas wissen willst. In der Stadt arbeitet Mikesh, ein ehrlicher Handwerker. Und im Hof des Klosters Zach. Über ihn kann ich allerdings nicht viel Gutes sagen. Erzähl mir mal von Zach. Mikesh kennen wir ja Schmied im Kloster. Tja, wie soll ich sagen? Wir sind nicht oft einer Meinung. Er wollte mein Geschäft kaufen, aber ich habe abgelehnt. Seitdem verliert er kein gutes Wort über mich. Mikesh? Erzähl mir von Mikesh. Aber nochmal. Wie gesagt, ein ehrlicher Handwerker. Das kann man nicht von jedem Schmied in der Stadt behaupten. Das wäre alles. Okay. Gott sei mit dir. Das heißt, wir wissen schon mal, wer die ganze Zeit mit Kupfer arbeitet. Das heißt, Zacharias wird derjenige sein, der dann wahrscheinlich die Münzen herstellt. Und wir können vielleicht nach der Streitigkeit Otto mitnehmen. Das wäre nämlich nicht schlecht. Ich würde mich freuen, wenn Otto mitkommt. Wo gefunden? Auf otto.de. Oh Gott, der war schlecht. So. Weil wenn Otto so ein guter Schmied ist, dann will ich den natürlich haben. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ich würde aber sagen, bevor wir hier weitermachen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.